Wer darf wie viel Fisch fangen? Das war angeblich die letzte noch zu klärende Frage. Nun ist auch diese beantwortet. Der No-Deal-Brexit ist damit Geschichte. Es war ein langer und kurvenreicher Weg, aber wir haben jetzt einen guten Deal vorzuweisen. Er ist fair und beide Seiten haben damit das einzig Richtige und Verantwortungsvolle getan. Erleichterung auch beim britischen Premier. Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir den bisher umfangreichsten Handelsdeal über 660 Milliarden Pfund jährlich abgeschlossen haben. Ein Deal, der hierzulande Jobs schützen wird und der es erlaubt, britische Waren ohne Zölle zu verkaufen. Die britische Presse hatte den Deal schon vorab gefeiert. Viele Briten zeigen sich nun erleichtert. Es wäre total lächerlich gewesen, wenn Sie es nicht geschafft hätten. Ich hoffe, Sie haben etwas Vernünftiges erreicht. Ich bin wirklich froh, dass wir einen Deal hinkriegen. Ich denke, es ist Licht am Ende des Tunnels. Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht in einem Tweet von einem Deal mit historischer Bedeutung. Mit dem Abkommen schaffen wir die Grundlage für ein neues Kapitel in unseren Beziehungen. Großbritannien wird auch außerhalb der Europäischen Union weiterhin ein wichtiger Partner für Deutschland und für die Europäische Union sein. Auf EU-Seite müssen nun noch die Regierungen aller 27 EU-Mitgliedstaaten dem Ergebnis zustimmen. Das wird dieses Jahr nicht mehr passieren. Es soll aber zum 1. Januar zu einer vorläufigen Anwendung der Regelungen kommen. In Großbritannien muss seinerseits das Parlament zustimmen. Es soll dafür vor dem Jahreswechsel aus den Winterferien zurückgerufen werden.